Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit der mit Spannung erwarteten letzten Ausgabe von Big Performance, wer ist der Star am Star? Na, seid ihr alle schon gespannt, wer letzten Endes die Show gewinnen wird? Fangen wir an, der erste Auftritt des Tages wurde von Mick Jagger abgeliefert. Mit dem Titel Sympathy for the Devil. Bei diesem Auftritt verlor er lustigerweise noch seine Zähne. Die er dann während des Auftrittes immer wieder versuchte, dort richtig zu platzieren und wieder reinzustecken. Allerdings gelang es ihm nicht so wirklich. Und die letzten paar Sekunden hat er dann quasi ohne die falschen Zähne gesungen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr humoristischer Moment. Also das war sehr, sehr lustig. Wo auch gerade dann Mozzie Mabuse sich dann einen Ast abgelacht hat. Also das war schon eigentlich fast ein Highlight dieser ganzen Sendung. Unabhängig von dem Ausgang dieser Episode. Ich fand auch, Mick Jagger hat sich auch gesangstechnisch im Vergleich zu seinem letzten Auftritt in der letzten Sendung doch ziemlich gesteigert. Dann ist Adele aufgetreten mit dem Titel Send My Love. Dieser Auftritt war nicht so richtig perfekt, weil man doch sehr mitbekommen hat, wie sehr sie doch aufgeregt war. Daher hat sie doch einige Töne verrissen. Das war schon sehr markant innerhalb dieses Auftrittes. Obwohl man natürlich auch immer noch eine große gesangliche Qualität dort gespürt hat. Nun kommen wir zum letzten Auftritt in dieser Runde. Dieser wurde von Tom Jones abgeliefert mit dem Titel Help Yourself, den er wirklich gut gesanglich rübergebracht hat. Das war eine gute Leistung. Nach dieser ersten Runde wurde eine Abstimmung durch das Publikum vorgenommen. Dort war Adele auf Platz 1. Die nächste gesangliche Runde wurde bestritten durch die Lieblingssongs der drei Protagonisten. Die zweite Runde hat eröffnet Mick Jagger mit dem Titel I Can Get No Satisfaction. Diese Runde stand unter dem Motto Lieblingstitel. Hier wurde das erste Mal der Comedian Martin Schneider ins Spiel gebracht, wo sie dann gefragt worden sind, welcher Star dort unter der Maske stecken könnte. Da kam es natürlich dann auch zu Ideen wie Thomas Hermanns oder Ingolf Lück, wo man sich dann noch die Frage stellte, ob man dann die Nase von Ingolf Lück so gut weggeschminkt bekommt. Gerade bei I Can Get No Satisfaction kam der Mick Jagger auch nochmal richtig aus sich raus. Da hat man natürlich richtig die Freude dort gespürt, die er dort bei diesem Auftritt hatte. Bei der Abstimmung schaffte es Mick Jagger auch noch auf Platz 3 und jetzt kommen wir zu Platz 2, Tom Jones. It's not unusual, den er natürlich wieder Bombe rübergebracht hat, das war richtig gut. Wo man dann jetzt auch mittlerweile mitbekommen hat, dass er sich auf der Bühne doch sichtlich wohlfühlt. Und jetzt kommen wir zu unserer auf Platz 1 gewählten Künstlerin Adele. Diese hat ihren Lieblingssong Hello gesungen. Jetzt hat man auch wieder mitbekommen, dass sie doch sich wieder gefangen hat und diesen Auftritt wie gewohnt hochklassig beenden konnte. Nach dieser Runde kamen wir dann wieder zu einer erneuten Abstimmung, wo dann Adele wieder Platz 1 belegte, Tom Jones Platz 2 und Mick Jagger Platz 3. Dies führt uns zu folgendem Ergebnis, dass Mick Jagger nun demaskiert wird. Unter der Maske von Mick Jagger befand sich der Comedian Martin Schneider. Was ich unter anderem auch in meinem letzten Video zu dieser Thematik schon mal in den Raum geschmissen hatte, weil seine Ausdrucksweise und auch seine Gestik waren doch recht eindeutig, dass man gleich sagen konnte, gut, es war Martin Schneider. Michelle hatte ihn auch vorher nochmal gebeten, das Wort Aschebecher zu sagen, allerdings war dort das Mikrofon angeblich dann schon abgeschaltet, um es dann nochmal vor der Demaskierung mit Gewissenhaftigkeit zu sagen. Das sah natürlich bei der
Entfernung der Maske natürlich auch ein bisschen horrorfilmmäßig aus, dann wie sie ihm dann seine Mick Jagger Maske vom Gesicht gepult haben. Es war natürlich auch ein interessanter Auftritt. Er hatte viel Unterhaltungswert als Mick Jagger. Das muss man doch schon mal zugeben. Bei ihm ging es ja nicht darum, dass er unbedingt gesanglich jetzt perfekt sein wollte, sondern es ging um die Unterhaltung und die hat er geliefert. Das war eindeutig das Ziel und das hat er auch erreicht. Nun kommen wir zur Finalrunde. Diese wurde eröffnet durch Tom Jones mit dem Titel Thunderbolt. Dieser war auch Titelsong des gleichnamigen 007 Films. Dann wollen wir mal gucken, ob ihm James Bond Glück bringt. Auch Thunderbolt hat er richtig gut rübergebracht. In den Hinweisen hieß es dann auch, er wird dann seine zweite Leidenschaft, das Singen, dann jetzt auch ein bisschen weiter vertiefen. Was uns dazu bringt, dass unter der Maske dann kein hauptberuflicher Sänger steckt. Aber ich muss wirklich sagen, dafür, dass er kein richtiger Sänger ist, hat er seine Performance und auch seinen Gesang doch recht gut ausbauen können. Das hat schon qualitativ was von einem professionellen Sänger gehabt. Nun kommen wir zum Finaltitel von Adele. Diese sang den Titel Set Fire to the Rain, ein natürlich absoluter Klassiker von dieser Künstlerin, den auch, denke mal, so gut wie jeder kennen wird. Auch hier hat man wieder einen technisch einwandfreien Auftritt abgeliefert. Nun kommen wir zur finalen Abstimmung der ganzen Show. Es treten an Adele und Tom Jones. Adele gewinnt mit 52-48%, also ein sehr, sehr knapper Sieg, was eigentlich auch nochmal die Leistung von Tom Jones doch ziemlich erhöht. Nun kommen wir zur Demaskierung von Tom Jones. Zu dem Zweitplatzierten. Unter dieser Maske versteckte sich tatsächlich Uwe Ochsenknecht. Das war dann auch der Star, der von Michelle die ganze Zeit vermutet worden ist. Und tatsächlich hatte sie dann recht. Er wurde natürlich nochmal für seine gesangliche Qualität gelobt und auch für seine Art der Performance. Es ging ja auch nicht darum, unbedingt Tom Jones oder eine der anderen Persönlichkeiten nachzumachen, sondern es ging eben darum, diese Titel in seinem eigenen Stil zu singen. Und das haben eigentlich alle Künstler, die dort innerhalb dieses Formates aufgetreten sind, ob es nun Elton John war, ob es nun Prince war, doch alle auf ihre ganz eigene Art gemacht. Also in dem Fall war dann der Sinn und Zweck der Show eigentlich auch erfüllt. Das sieht natürlich auch immer sehr interessant aus, wenn sie sich dann diese Maske vom Gesicht reißen und dann der komplett richtige Star zum Vorschein kommt. Nach der Enthüllung von Tom Jones bzw. Uwe Ochsenknecht kommen wir zur Enthüllung von Adele. Trommelwirbel. Es handelt sich hierbei um Patricia Kelly, die ja auch schon einige Male dort als Möglichkeit genannt worden ist. Eigentlich war aufgrund dieser Stimmfarbe, die sie ja nun nicht unterdrücken konnte, eigentlich schon von Anfang an klar, dass es dort jemand von den Kellys sein muss. Die Frage ist ja nur immer welche. Es war ja alleine schon verräterisch, dass sie dann auch immer nur noch auf Englisch geantwortet hat, obwohl man ihr dann was auf Deutsch erzählt hat. Auf jeden Fall hat Patricia Kelly jetzt die Show Big Performance gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Allerdings habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, welchen Preis es außerhalb dieses Titels oder des Pokals noch gab. Im Normalfall ist diese ganze Geschichte ja immer mit einem Preisgeld verbunden. Hier scheint es jetzt nicht der Fall gewesen zu sein. Ja, wenn ihr dort andere Informationen habt, dann lasst es mich wissen und schreibt es mir in die Kommentare. Im Großen und Ganzen, wie hat euch die Show so gefallen? Lagt ihr immer richtig mit euren Vermutungen?
Wart ihr dort überrascht über einige Stars, die sich dahinter verborgen haben? War diese Sendung so, wie sie ihr euch vorgestellt habt? Wen würdet ihr dann noch so in der nächsten Staffel dieser Sendung gerne als Star hinter dem Star sehen wollen? Schreibt mir das mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.